Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast, im letzten Part. Ja, komm, hör auf zu stöhnen. Ich weiß, es ist krank, wenn andere Menschen einem die Fingernägel schneiden. Ich hasse das Gefühl auch. Und außerdem haben wir die Finger verloren. Okay, das ist etwas schlimmer, da Fingernägel natürlich nachwachsen können. Aber Moment mal, wir haben keine Finger mehr, auf dem sie... Oh, okay, es ist doch schlimmer, als ich dachte. Wir sind jetzt hier gelandet. Der Doktor, der hoffentlich gleich nicht wiederkommt, hat uns hier ein bisschen misshandelt. Und es sieht wirklich alles aus wie ein Saw. Und ich nehme jetzt ein 27p auf, weil irgendwie ein 1080p... sagt das Spiel, ist bei mir vorhin einmal kurz abgestürzt, als ich durch die Tür ging. Deswegen muss ich diesen Witz jetzt nochmal machen. Das ist wirklich supi. Und wir gehen weiter. Und ich meine, guck mal, seht euch hier diese Dinger mal an. Mann, hier gibt es sogar plattgedrückte Insekten, die wie Ameisenbienen aussehen. Oh Gott, ich glaube, die kommen auf mich zu. Er ist nicht abgestürzt, das ist gut. Komm näher. Oh nein, 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 nein. Wahrscheinlich kommt er gleich da unten rausgesprungen. Oh, oh Gott. Ist er der Arzt? Wer kommt? Wo? Was? Heilige Scheiße. Blutspuren. Folge den Blutspuren. Okay, da ist auch eine Sackgasse. Ah! Oh, Kratos aufzuschreien. Blutspuren, Blutspuren, Blutspuren. Da! Rein in den Fahrstuhl. Okay, Fahrstühle sind nie gut. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel... Oh nein, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick, um an Schlüssel zu denken. Oh, scheiße. Wo geht's denn jetzt lang? Okay, da oben geht's lang. Die ist verbarrikadiert, alles klar. Heilige... Wow, komm schon. Und auch mit ihr... Ah, mit 8 Fingern klettert sich nicht mehr so gut. Okidoki. Jetzt mal hier runter. Okay, speichert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das Spiel abstürzt. Das war nämlich der gleiche Fehler wie bei Dead Space irgendwie. Bam, komplett schwarzer Bildschirm. Und dann wurde er weiß und dann grün. Und ich konnte nichts mehr machen. Nicht mal den Taskmanager rufen. Das ist fast so schlimm wie 2 Finger zu verlieren. Okay, wir haben das jetzt geöffnet. Alles klar. Wollen wir das denn öffnen? Machen wir mal. Können wir schneller flüchten. Okay, einen Schlüssel finden. Solche Türen gehen eigentlich nie auf irgendwie. Ja, siehst du? Die gehen nie auf. Sieht aber so interessant aus, so ein Treppenhaus. Oh, ist das eine Burg? Hat hier jemand eine Burg gebaut? Kommt da gleich... Nein, ist nichts. Oh, ist aber für mich gut. Oh, oh. Heißt das, der Doktor kommt gleich hierher? Okidoki, mach mal hier aus. Oh, um Gottes Willen. Oh, da hinten gibt's was zum Schieben. Ruf! Oh Gott, wo bin ich? Um Himmels Willen! Schlüssel, Schlüssel. Gibt's hier eine Schlüsselkarte? Nein, hier gibt's nur Kacke. Oh Gott, eine Sackgasse. Oh Mann. Weg, 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 weg. Schlüsselkarte, hat einer von den Schlüsselkarte? Schlüsselkarte! Ach du Scheiße. Das sind seine ganzen Patienten. Was für ein kranker Bastard. Hat sich da gerade was... Der hat bestimmt eine Schlüsselkarte. Der sieht aus, als hätte er eine Schlüsselkarte. Eine sehr gute Schlüsselkarte. Da! Oh Gott, nein, du hast keine Schlüsselkarte. Geht's hier weiter? Oh nein! Das gibt's doch nicht. Da war der Typ. Oh, Batterien. Komm schon, komm schon. Hallo? Na, wo ist der? Oh
Meine Frames gehen hier auch verdammt runter. Also, sehr tief. Ich bin gerade bei 19, 20. Jetzt wieder 30. Wahrscheinlich deswegen. Ist mein Rechner nicht mehr so gut? Hallo? Ah! Gottes Willen! Ihr habt keine Schlüsselkarte? Okay, immer noch nicht. Okay, gut, 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 gut. Oh, da habe ich ihn noch gesehen, da habe ich ihn noch gesehen. Abgehängt. Sehr gut. Und weiter, weiter. Schnell, 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 schnell. Da, oder hier lang. Nein. Zeitverschwendung. Da hinten gab es was zum Schieben. Komm, das schieben wir weg, das schieben wir weg, das kriegen wir... Und go, 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 go. Ich will auch gleich einmal ganz kurz die Aufnahme pausieren und wieder weitermachen, falls sie gleich wieder abstürzt, damit ich das nicht verliere. Wäre kacke. Und da bin ich wieder. Wird's halt ohne Cam, aber irgendwie komisch, dass es hier abstürzt. Oh Gott. Oh, sieht auch wieder nach Badezimmer aus. Ich brauche ein Büro oder sowas. Oh, der kommt bestimmt hierher. Der hat ihn jetzt ge... Oh, hier geht's gar nicht. Oh doch, da, da, da. Meine Frisikowski. Ich will hier nicht mehr sein. Wahrscheinlich kommt er jetzt hier auch durchgekrabbelt. Das wär's. Wenn er auf einen zukommt. Mit seiner Schere. Ich meine, 8 Leben habe ich noch. Wo bin ich jetzt gelandet? Auf der anderen Seite, oder wie? Na. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin, aber ich lande immer wieder bei Toiletten. Oh, eine Akte. Tabulator, Dokumente, hier haben wir es. Versetzungsantrag. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist mein 3. Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie einen derartigen Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Annapurna. Komischer Name. Okay, gut. Das Personal hat also auch hier schon Verdacht geschöpft. Das Personal wurde wahrscheinlich dann umgelegt hier. Oh Gott. Bitte erfüll deinen Zweck und halte das Böse fern. Oder beschwöre irgendwie Gott, dass er hier rankommt und dann mit Epic Kicks einfach den wegsmasht. Oh, Kameras. Oh, nicht, dass er mich sehen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie intakt sind. Gut. Nicht abstürzen, Spiel? Das wollen wir alle nicht. Angst, Türen zu öffnen, dass mich plötzlich so ein komisches Ding anguckt. Schlüssel! Yes! Okay. Okay, aber nichts überstürzen. Unser einziger Weg nach draußen wäre hinten. Ah, oh, fuck! Wo kommt das her? Oh, scheiße. Oh, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Genau, ich bin... Oh, da komme ich nicht wieder hoch. Da komme ich nicht wieder hoch. Hat der was aufgebrochen? Rüber, rüber, rüber. Ja. Okay. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Wie kommt man zum Fahrstuhl? Wo sind wir jetzt hier? Ah, da geht's. Nicht. Ah, da hinten haben wir was weggeschoben, oder? Genau. Yes. Und zack. Ha. Easy peasy. Oh. Oh nein, nein! Wahrscheinlich muss ich jetzt... Na, wieso nicht gleich so? Zack! Entschuldigung, Sir, könnten Sie vielleicht weiter zurückgehen? Sie versperren den... Oh, was ist das denn da? Und bewegt sich da was? Das ist nur ein Tuch. Alles klar. Oh. Ja, ja, ja. Gut, das haben wir uns notiert. Schritt 1 drücken. Was? Schritt 1 drücken?
Ah! Okay, gut, das hätten wir jetzt überlebt. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Gut, war wahrscheinlich nur ein einmaliges Erlebnis. Wir landen immerhin weich auf seinem Knackpo. Ups. Alles klar, das Spiel ist gespeichert. Hui. Wo geht's jetzt hin? Ja, wie gesagt, die gehen irgendwie nie auf. Da brauche ich gar nicht mehr zu rütteln und zu schütteln. Aber wenn man dreimal rüttelt, ist das Selbstbefriedigung. So. Oh! Ein Hausflur, so wie ich's mag. Ne, da oben geht's wahrscheinlich wieder hoch. Ich gehe jetzt mal weiter runter. Ja, und da können wir uns durchquetschen. Und das geht nicht auf. Ach, wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? So. Batterien wären jetzt auch ganz cool. Da hat doch gerade... Ja, da hat was geleuchtet. So, okay. Da lag noch was rum. Ich glaube, da... Da unten sehe ich da nicht noch eine. Nee, das ist nur der... Okay, Anmachknopf vom Rechner. Damit können wir ihn anmachen, aber da stehe ich gerade nicht drauf. Teamwork. Teamplayer Award. Patrick Petrina. Employee of Markov Corp. Okay, gut, gut, gut. Verrückt. Mann, ist das dunkel. Oh, steht da jemand? Da! Ich sehe dich, das ist aber der Nette, der gesagt hat, du bist der Beste auf der Welt. Deswegen mag ich ihn. Aber ich nehme mal zur Sicherheit auf, was du tust, okay? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Das ist doch bestimmt hier. Das ist ein Böser. Den kann man nicht vertrauen. Nein. Den kann man nicht vertrauen. Allein schon, wie er geht. Er sieht an, fast wie SpongeBob. Und SpongeBob kann man nicht ver... Wow, Gottes Willen. Seht euch das Gesicht mal an. Silas Kennesley. Perry. Katy Perry. Father Thomas Walter. Seht euch, das ist der Typ hier. 1966. Und da war er schon so alt? Da stimmt was nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Und lass mich raten, ich bin wieder auf dem Klo. Okay, doch nicht. Das ist kein Klo. Ist, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber hier gibt es auf jeden Fall genug Spins und genug Spinner, die mich dann in diese Spins scheuchen werden wahrscheinlich. Da! Eine Notiz. Okay, okay. Dokumente. Was gibt's hier? Krankhafter Verfolgungswahn. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920, David Annapurna, und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Oh, der eigentlich versetzt werden sollte, wurde jetzt gefoltert. Oh nein! Ah! Was war das denn? Das aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, Akku ist fast leer, komm. Zack. Einmal nachladen. Oh, ist das hell. Ah. Okay, okay, okay. Ach du Scheiße, Gott, aber es ist gar nicht so hell. Es hört sich an, als würde gerade was brutzeln. Bin ich es? Bin ich es? Nein, okay, gut. Ausnahmsweise mal nicht. Da brennt irgendetwas. Was zum Teufel? Okay. Da möchte ich nicht gerne hin. Oh, Batterien. Yes. 7 Batterien. Yeah. 7 Batterien. Yeah. Wir haben 7 Batterien. Da oben können wir nicht hin. Wo zum Teufel soll ich hin? Gibt's hier vielleicht irgendeinen Schacht? Das wäre doch voll angebracht. Dann könnte ich jetzt hier raus. Fliehen, fliehen, fliehen. Das geht auch nicht auf. 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 Wow. Gottes Willen. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Okay, das Spiel wird wahrscheinlich gleich wieder abstürzen. Ich beende kurz die Aufnahme wieder. Alles Klärchen. Jetzt habe ich ein Part in 3 Parts geteilt. Das ist super. Ja, ganz vorsichtig. Nicht verbrennen. Aber bitte halt doch nicht deine Hände ins Gesicht. Das ist nicht Appetit. Murdoch took so much from us, used us, turned us into these things.
Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Die Küche? Das ist gut. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort zu bleiben. Komm schon! Komm mit durch die Küche, Mann! Ich glaube hier lang, oder? Oh. Scheiße, ey! Man sollte eigentlich hier nicht mehr kriechen. Okay. Au! Hier soll es auch irgendwo ein Easter Egg geben zu Amnesia Machine for Pigs, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann. Ist auch egal. So, wir schließen das mal. Zack. Meine Nase ist so voll, meine Güte. Gut, Freunde, ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. Schnitt, ja, habt ihr schon in Kommentaren geschrieben mit den Händen und dann einen kleinen Schnitt. Das war witzig. Wir könnten aber auch ganz kurz hier mal gucken, wann es denn das nächste Mal speichert. Das wäre wunderschön, wenn es jetzt gleich speichern würde. Ah, oh Gott. Oh, erschreckt mich nicht so. Ich wollte mich eigentlich hinsetzen. Und die Batterie hier auf die Spritze. Stift? Ich weiß nicht, was es ist. Schon wieder eine Akte. Das gibt's doch nicht. Ganz viele Dokumente in dieser Folge. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, und dann gefoltert werden bis zum Tod. Meine Fresse, Kowski. Was geht hier ab, ey? Von da kamen wir. Und die ist verschlossen und alles abchecken, oben, unten, links, rechts. Wo kommen wir überall hin? Ich soll jetzt auf jeden Fall raus, hat er gesagt. Die Tür geht aber nicht auf. Akkus sind leider noch hier. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Part, um einen kleinen Schnitt zu machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Outlast. Wenn euch der Part gefallen hat, eine Bewertung wäre super. Kommentare auch immer wieder gern gesehen. Vielen Dank für die Unterstützung. Ihr seid die besten Alkoholiker. Auch die minderjährigsten Alkoholiker manchmal. Und na, bis zum nächsten Mal, euer Holly. Oh Gott, was war das?